Der erste Lauf, es gibt insgesamt 6 an der Zahl über die 100 Meter Hürden. Das ist gleich der Lauf mit der 16-jährigen Kärntnerin Sarah Lager. Unbestritten wohl das Riesentalent im österreichischen Sport in der Leichtathletik. Sie hat schon bewiesen mit einem unter 18 Weltrekord im Siebenkampf unter anderen Umständen, mit anderen Gewichten natürlich, dass sie ein ganz großes Versprechen für die Zukunft ist. Trainiert von Georg Werdner und der weiß ja, der ehemalige Zehnkämpfer, wie man Top-Leistungen erbringt, auch hier in Götzis. Das ist sie, 16 Jahre alt aus Kärnten, Sarah Lager, bei ihrem allerersten Siebenkampf in der Erwachsenenkategorie, das heißt mit den richtigen Hürdenhöhen von 84 cm, mit dem richtigen Gewicht für Kugel und für Speer. Sie hatte gar nicht wahnsinnig viel Zeit, sich darauf vorzubereiten, ist vor 3 Wochen eingeladen worden hierher nach Götzis und muss so auch eine Art Doppelprogramm bestreiten, denn sie hat auch noch das große Ziel, heuer eine Medaille zu holen bei den Jugend-Europameisterschaften in Tiflis und da gelten dann wieder die anderen Maßstäbe. Das heißt, sie trainiert mal mit den höheren, mal mit den niedrigeren Hürden. Das ist keine gar so leichte Angelegenheit, wo es auf Feinarbeit ankommt. Selbst rechnen sie das Team um Sarah Lager mit etwa 5.800 Punkten. Das wäre schon toll. Und zur Erinnerung, das EM-Limit für Amsterdam beträgt 5.900 Punkte. Also das ist nicht weit weg, durchaus in Reichweite. Allein das zu sagen bei einer 16-Jährigen ist schon höchst erfreulich. Natürlich ist sie nervös, natürlich angespannt. Kein Wunder, das ist das Nonplusultra hier in Götzis für sie, die eine bekennende Siebenkämpferin ist. Also sie hat gute Einzeldisziplinen, sie ist eine tolle Weitspringerin. Aber sie hat gesagt, was für mich zählt, das ist der Siebenkampf. Neben ihr eine ganz interessante Athletin, die wir hier sehen. Nur 2 Jahre älter, das nächste Multitalent aus Großbritannien. Aber fangen wir mal an mit Sarah Lager, ihre Bestzeit. 14,50 Sekunden in den wenigen Läufen, die sie eben über die Erwachsenenhöhe der Hürden gelaufen ist. Also jetzt heißt Daumen drücken und Unterstützung wird sie bekommen hier in Götzis. Ganz freundliches, sympathisches Mädchen. Hoffen wir, dass es ihr gut aufgeht. Zuzutrauen ist ihr allemal eine neue Bestleistung. 18 Jahre alt, Morgan Lake, großartige Hochspringerin auch, mit einer Bestleistung von 14,25 über die Hürden. Das ist ein Kontrastprogramm, die zwei Newcomer sozusagen gegen routinierte Athletinnen. Zum Beispiel Jana Maximova, die schon zum mittlerweile 8. Mal in Götzis an den Start geht. Ein anderer Neuling kommt auf Bahn 5 aus Finnland, Jutta Häkkinen. Zur Setzung natürlich, die Läufe werden quasi immer schneller von den Bestleistungen. Am Ende dann der 6. Lauf, der wird von richtig schnellen Hürdensprinterinnen gespickt sein. Austra Skuite, 36 Jahre alt, die Litauerin, zwischenzeitlich Kugelstoßerin, dann wieder zurück zum Siebenkampf gekommen. Auch sie war schon 8 Mal in Götzis dabei. Ihre Bestleistung wahrscheinlich unerreicht. Sie hat immerhin 6.600 Punkte fast zu Buche stehen. Daher wird das ein ganz interessanter, wahrscheinlich ausgeglichener Lauf werden. Also Band 2 ganz innen Sarah Lager. Guter Auftakt, der wäre wichtig. So, also jetzt geht's los mit dem Siebenkampfdebüt für die junge Kärntnerin. Hält da gut mit Morgan Lake mit, stark Jutta Häkkinen. Und die Finnin setzt sich klar durch in 14.04. Inoffizielle Zeit, Sie kennen das aus der Leichtathletik. Die Zeit kann dann noch um 1/200 Sekunden korrigiert werden.
wenn es dann überprüft wird von der Zeitnehmung. Und die anderen vier, die waren relativ nah beisammen und nicht weit hinter Häkkinen. Also in Richtung 14,5 könnte ich mir vorstellen, hat das für Sarah Lager geklappt. 0,3. Oh, das war ein sehr guter erster Lauf und gleich eine persönliche, überragende persönliche Bestleistung für die Finnin Jutta Häkkinen, die ja nur 14,45 stehen hatte, jetzt offiziell 14,03. Zweite ist Austras Kuite, 14,34. 14,34 für Austras Kuite. Morgan Lake 14,43. Und Sarah Lager ist perfekt eingestiegen mit neuer Bestzeit. 14,44, das ist absolut nach Plan gelaufen hier. Ganz rechts im Bild haben wir sie. Wie gesagt, das ist Präzisionsarbeit im Hürdensprint und natürlich fehlt ihr da völlig die Routine über die 84 cm. Dafür hat sie das toll gemacht. Schön, dass wir da die Österreicherinnen auf jeden Fall noch zu sehen bekommen. Sie wissen, es ist heute viel los. Auch Dominik Thiem wird in Kürze beginnen in Paris, noch beim Einschlagen gegen Sascha Zverev. Also da sind wir natürlich rechtzeitig in Roland Garros. Und auch hier werden wir dann natürlich schauen, dass sie mit allem versorgt sind, was in Götzis passiert. Großkampf, ja, mit EM in Amsterdam, mit Olympischen Spielen in Rio. Die Norm ist angezogen worden auf 6.200 für Olympia. Das ist enorm viel. Und das gilt auch für Ivona Dadic jetzt, sich zu verbessern und eben diese neue hohe Norm anzugreifen. Das sind jetzt die offiziellen Zeiten. Also 14,44, höchst erfreulich der Auftakt von Sarah Lager. Betrachten wir die ganze Nervosität natürlich auch, die ganz klar vorhanden war, ist das toll.